was in der letzten Folge von Bannerlord geschah. Die Karawane holen wir doch noch mit, komm. Kavallerie, Angriff in die Reihen des Feindes. Aufs Maul. Und der erste ist meine. Jawohl. Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Bannerlord, ihr Lieben. Im letzten Video habe ich ja gefragt, was wir tun werden. Ja, also, wie wir jetzt weiter vorangehen. Und einige haben sich dafür ausgesprochen, auch im Discord, dass wir uns den Blauen richtig anschließen. Das heißt, dass wir richtig uns gönnen. Also so richtig die Norddröhnung. Sturgiens, ich weiß. So, das heißt, wir suchen uns jetzt den König und werden Vassall der Blauen. Für die Sturgiens, ihr Lieben. So, dann gucken wir mal. Ich bin Setrikun-Wärter, Herr. Ja, die Schlacht von Pentriac interessiert uns nicht. Wir würden gerne etwas besprechen. Und zwar, ich möchte mehr als nur ein Söldner sein. Okay, wir sollen mit Ragnar Watt reden. Der ist in Maraprot. Dann wackeln wir doch mal dahin, ne? Ah, da ist er schon, der Ragnar. Ragan. Für mich ist... Geht euch das auch so? Ragnar ist für mich Ragan. Ach nein, andersrum. Ragan ist für mich Ragnar. Hey, Ragnar! Dotbrock! Nice. Vikings lässt grüßen. So, hier, Dicker, pass mal auf. Hier, ich will was mit dir bereden. Und zwar, ich will mehr als nur ein Söldner sein. Oh, ich bin bekannt dafür, ein tapferer Krieger zu sein. Ja, ich bin bereit. Gut, dann wiederholen Sie die Worte des Eids mit mir. Ich schwöre Ihnen meine Ehrerbietung als rechtmäßiger König des Durgiens. Sie sind der Schild unseres Volkes gegen die Wölfe des Waldes, der Steppe und des Meeres. Ich gebe euch mein Wort und mein Band, im Kampf an eurer Fahne festzuhalten, solange mein Atem reicht. Und ihre Rechte nach den Gesetzen der Sturgianer und die Rechte ihrer Angehörigen zu wahren und ihr Blut zu rächen, als ob es mein eigenes wäre. Ja, also wir haben jetzt geschworen, Leute, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Wir sind jetzt Vassall der Blauen. Ah, Nords. Nice. Ich danke Ihnen. Nein, Lord, ja. Ja, du hast große Hoffnungen. Ich habe auch große Hoffnungen in mich, Digga. Gut, dann, ja, was machen wir denn jetzt? Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal wieder ins Gebiet der Roten. Wobei, wartet mal, wir haben noch Punkte zu verteilen. Wir setzen einen in Stangenwaffe und einen in Reiten. Klingt nach einem Plan, oder? Was hatten wir denn an Truppen? Wir haben einen Speer, einen Chirurg und ein Nichts. Gut. Ein Nichts ist doch immer. Lass uns gleich mal gucken. Wie ihr seht, habe ich hier auch die Mods installiert, die ich euch im Mod-Video, da oben verlinkt, vorgestellt habe. Ich finde die echt nice. Kann ich euch echt nur empfehlen, ihr Lieben. Und, ich bin mal gespannt, ob die Nordtruppen jetzt besser sind, weil ja die NPCs jetzt besser blocken sollen mit ihren Schilden. Komm, wir heuern gleich mal zwei an. Ab ins rote Gebiet. Less talking, more raiding. Sivu, Fischi. Ey, Fischi, Digga. Scheiß die Wand an. Okay, Randa. Leute, die erste dicke Schlacht. Ah, ich hab Angst. Ich hab Angst. Egal, wir gehen Randa. Oh, fuck. Was haben wir? Moment, was haben wir für Waffen? Scheiße. Alter, okay, wir haben schon unser Rasiermesser, genau, stimmt. Und ich hatte, oh, dieser Tooltip manchmal, noch eine Armbrust geholt. Uff, Leute, das wird jetzt eine Hausnummer. Randa! So, haben nur drei Bogenschützen dabei. Die verstecken wir mal, wenn nicht, dass die draufgehen. Und wir haben unsere Kaff dabei, 6-7 Mann, damit können wir doch was anfangen. Ich würde sagen, wir radieren jetzt erstmal dick Kaff von denen aus. Wo seid ihr? 6 Stück. YOLO. Randa. Ihr bleibt erstmal hier. Wir radieren erstmal. Jawohl. Randa. Attacke für die Nords. Guck mal, wir Nords sind keine Feiglinge. Bei uns heißt es direkt ran. Komm her.
Dieses war der erste Streich. Und der zweite folgt sogleich. Wie er da steht. Er hat keinen Bock. Keinen Bock auf sein Leben, der Typ. Mach's gut. Jawohl, nächster First. Und, na, das war nur der Gaul. Los, ran. Kavallerie, zu mir. Jawohl, nächster Gaul weg. Nein, ihr scheiß Lanianer. Aus Maul. Ran. Gab Angriff. Ran. Und rein da. Und rein da. Und rein da. Jawohl, das war der nächste. Ha? Na? Ha? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Ihr haut mich ab. Feig. Aua. Feiglinge. Sturgi Jens, Angriff. Bleib doch mal stehen, Digga. Ich will dich töten. Und, jawohl. Weiter, 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 weiter. Keine Müdigkeit. Oh, oh. Unsere Leute brauchen Hilfe. Wir helfen euch für die Ehre, für das Teehaus. Jawohl, das war ein Unteroffizier. Oh, der Reiter will uns entkommen. Aufs Maul, Alter. Das, also, so weit. Ja, nehmen wir erstmal den. Geht auch. Ihr müsst halt aufpassen, wenn ihr gegen die Flanians kämpft, wenn die ihren Speer gesenkt halten, dass ihr sie nicht uncharged. Weil das ist böse. Die one-hitten euch. So, so, meiner, meiner, meiner! Jawohl! Und du kriegst auch noch einen. Bleib stehen! Jawohl! Oh, wie wir sie rasieren! Wie wir sie rasieren, ihr Lieben! Yeah! Los, 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 los! Komm, komm zu Papa! Na, ah, fast! Naja, eigentlich nicht. Los, 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 los! Ja, ja, ja! Bleib stehen! Jawohl! Du chargst nicht unseren Gruppen in den Rücken! Und der nächste Reiter! Oh, wartet! Die zwei kriegen wir auch! Bleib stehen! Ich will dich nur töten! Ah! Stopp! Jawohl! Macht unser Fischi eigentlich auch mal was? Achte da gar nicht so drauf. Und! Weg! Naja, oder auch nicht. Oh oh, ganz schön viel Kap jetzt von denen. Okay, okay, Leute, 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 Kavallerie, die sind am Chargen von uns. Die haben Verstärkung bekommen. Ui je. Wir müssen sehen, dass wir die Kap von denen schnell jetzt wegräumen. Sonst wird die böse für unsere Leute. Jetzt der. Ah, fast. Wo ist unsere Kaff? Ah, scheiße, unsere Kaff haben schon einige ihren Gaul verloren. Ah, das ist bitter. Er sagt noch, ne, haltet euch von denen fern und ich reite halt volle Möhre drauf zu. Aber es hat geklappt. Los, jetzt der. Ah, ja, von oben nach unten, der Schlag auf dem Pferd ist schon etwas kniffliger. Jawohl. Wenn wir nicht beim ersten Mal kriegen, dann beim zweiten Mal. Nächster. Jawohl. So. Und du brauchst gar nicht so zu tun, als wärst du cool. Das sind wir. Was? Hat der Timmy gesagt? Ich glaube nicht. Ah, ah, ah. Ran. Jetzt noch den. Los. Jawohl. Und sie flüchten. Guck mal da hinten die Feiglinge an. Und du brauchst gar nicht so zu tun, als wärst du cool. Bleib stehen. Hallo? Hallo. Nice. In den Kopf. So, wo gibt's die nächsten? Ich will nochmal. Ich will nochmal. Ja, du, mach's gut. Geflüchtet wird hier nicht bei mir. Ja? Also soweit. Oh, oh. Ah, gut. Und du noch. Jawohl. Seht ihr, wie wir sie machen, ihr Lieben? Wie wir sie einfach machen. Und macht sie einfach alle weg. Einfach jetzt nur noch drauf. Der war knapp. Du willst uns angreifen? Du kleiner Wicht! Fick dich! Habt ihr nicht gehört? Dann! Komm, dem helfen wir noch da hinten. Los, 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 los! Schneller! Jetzt rennen wir doch nicht vor die Nase! Mann, du Trottel! Ich hätte ihn fast nicht getroffen. Moment mal! Ist ja Delina! Gut, haben wir da noch was? Noch drei Reiter. Drei tapfere Reiter des Feindes halten den Widerstand gegen die Styrgiens aufrecht. Und sie haben keine Chance.
Ah, das ist blöd. Die kämpfen in der roten Zone. Da können wir nicht raus. Ja. Sind da noch welche? Ich will noch mal. Ich will noch mal. Scheiße. In der roten Zone können wir nicht mitkämpfen. Sieg. Die erste Schlacht der Sturgiens. Victory is ours! Unsere Truppen nach der mächtigen Schlacht. Wie sie jubeln. Und die Banner, wie sie wehen. Ich liebe es, am Ende nochmal durch die Truppen zu reiten. Ist ein geiles Spiel, ihr Lieben. Vielen Dank, Fremder. Ja, kein Thema, Svedorn. Wir sind doch Bros. Kein Problem, kein Problem. 23 Gefangene, alle eingepackt. Ey, guck mal, Fischi ist... Fischi ist aus der Schlacht lebendig rausgekommen, ne? Acton hat's jetzt nicht so gut getroffen. Kaiserliche Kataphrakten, neue, juhu! Kaiserliche Infanteristen... dich machen wir auch zum Infanteristen. Du bist ein besserer Bogenschütze. Easy. Was gibt's an Loot? Guck mal, eine Helebarde. Leute, nice, eine Helebarde. Dann müssen wir die nicht kaufen. Das ist meine zweitliebste Waffe. Nice. Super geil für Burgeroberungen. So, Bolzen. Was haben wir noch Interessantes? Eine Mütze. Okay, braucht die jemand? Ja, siehst du? Siehst du? Siehst du? Aber hier, Aktan, warum nimmst du nicht... Hä? Fischi, Arnett? Hier, nimm die richtige Kapuze. Besser. Irgendwas Interessantes noch? Nö. Armschienen. Alles Rotz, so, alles aber mitnehmen, ne? Klar, gut, Leute. Die Schlacht am Kranirock, ihr Lieben. Die wird in die Annalen des Sturgiens eingehen, wie das tapfere Teehaus sich geschlagen hat und die Gegner vernichtet hat. Wir sehen uns aber leider schon wieder in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bleibt mir gesund. Tschüss.